Er diskutiert auf Twitter. Er gibt Tipps auf Facebook und schreibt ausführlich in seinem eigenen Blog. Immer im Dienst der Inklusion. Dabei ist Raul Krauthausen durchaus auch unbequem, macht fortwährend auf Missstände aufmerksam. Mit der Talkshow Krauthausen Face to Face ist er aber auch Vorbild, wie Medien Inklusion leben könnten. Wie lernt man als hörbehinderter Mensch singen? Indem man es einfach tut. Gemeinsam mit immer anderen Partnern entwickelt er Formate, um seine Themen an neue Personenkreise heranzutragen. Menschen, die davon nicht betroffen sind, sehen das oftmals nicht oder wollen es auch nicht anerkennen. Und der von ihm gegründete Verein Sozialhelden ist seit Jahren eine beständige Größe, auch in Sachen Webprojekte für Barrierefreiheit. Ideen für ein besseres Miteinander scheint Raul Krauthausen mindestens 24 Stunden am Tag zu entwickeln und über alle Kanäle, die das Internet bietet, zu streuen.